Morgen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meiner neuen Bücherwoche. Die letzte Arbeitswoche ist geschafft und ich bin nun im wohlverdienten Urlaub. Ich habe jetzt 3 Wochen am Stück frei und ich freue mich so darauf. Auch wenn ich keine größere Reise irgendwie geplant habe, was ich auch sehr schade finde, so ein bisschen nach Meer wäre mir definitiv. Aber naja, man kann das ja nicht jedes Jahr machen. Dementsprechend sind ein paar kleine Dinge geplant, unter anderem auch 2 kleine Städte reisen und ein bisschen was im Haus machen und im Garten. Und ein paar Freunde haben auch mit Urlaub und so kann man dann die Zeit natürlich auch ein bisschen genießen. Und natürlich möchte ich lesen und entspannen und einfach in den Tag hinein leben und einfach mal das machen, wozu man eben dann irgendwie wann Lust hat. Das fängt schon beim Aufstehen an, geht über wann esse ich, wann mache ich was und wann gehe ich ins Bett. Also eben nicht dieses vorgeschriebene Zeitensystem, was man eben hat, wenn man eben einfach arbeitet. Und ich freue mich unglaublich auf den Urlaub und ich freue mich auch, dass ich am Freitag, den 29. Juli, tatsächlich schon 4 Jahre diesen BookTube-Kanal habe. Mich hat eine liebe Abonnentin darauf aufmerksam gemacht und ich dachte, echt, sind das schon wieder 4 Jahre? Und es ist tatsächlich so. Also es ist echt unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich über Namen vom BookTube-Kanal nachgedacht habe, wie ich ihn ja damals von meinem Lifestyle-Kanal getrennt habe. Und die Bücher eben einfach extra haben wollte auf diesem Kanal. Und wie ich noch rumüberlegt habe und und das ist jetzt schon tatsächlich 4 Jahre her. Echter Hammer, also Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also mit Höhen und Tiefen natürlich, wie das im Leben so ist. Aber dafür sind wir ja heute gar nicht da, sondern natürlich für die 4 Bücher, die ich diese Woche gelesen habe. Es waren merkwürdigerweise alles E-Books. Ich habe tatsächlich kein handfestes Buch gelesen. Hat mich im Nachgang auch so ein bisschen verwundert. Aber es waren einfach E-Books, auf die ich mich gefreut habe. Das, die Woche hat begonnen mit A Place to Remember, Emily und Noah von Michelle Schrenk, die mir das Buch Sonntag zur Verfügung gestellt hat und ich habe es dann Sonntag und Montag sozusagen verschlungen. Und es ist noch ein Vorabbuch gewesen. Es müsste jetzt demnächst auch auf Amazon erhältlich sein. Gehört zu den London Love Stories. Das ist eine ganze Reihe, die sich um diesen A Place to Remember im Grunde dreht. Das zweite Buch, was ich beendet habe, war Jane Austens Geheimnis von Charlie Lovett. Und das war eben ein Buch, was mich so vom Titel total angesprochen hat und ich einfach total neugierig war, was es mit dem Geheimnis von Jane Austen auf sich hat. Dann haben wir im Leseklub Die Macht des Schmetterlings von Matt Dickinson gelesen. Das, die Bücher losen wir ja im Grunde immer so bis zum Anfang des Monats aus. Da ist ja dann die Umfrage, dazu komme ich später noch. Und gegen Ende wird es dann gelesen, was ja auch einfach den Grund hat, dass wenn jemand mitlesen möchte und das Buch dann vielleicht gebraucht kaufen möchte, dass es dann eben einfach sich nicht zu hektisch gestaltet, sondern jeder genug Zeit hat, sich gegebenenfalls das Buch zu besorgen. Und als letztes beendet, gestern am Samstag, ist Hokus Pokus, Liebe mich, Band 1 der Love Potion Reihe von Amy Alward. Ja, ein wunderbares Cover. Und von dem ich angefixt wurde von lieben Mädels. Und diese 4 Bücher sind es jetzt in dieser Woche geworden. Ihr findet natürlich wieder unten in der Infobox, wann ich mit welcher Rezension starte. Und es gibt am Ende natürlich auch noch so ein bisschen Geplauder. Und auch das, wann das beginnt, findet ihr in der Infobox. Was Besonderes wird es in der Werbeunterbrechung sozusagen geben, in dem kleinen Break. Da habe ich gestern ein bisschen was Schönes, Besonderes mitgefilmt. Also am Samstag, gestern. Und lasst euch da mal überraschen, guckt da mal rein und mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Vielleicht gefällt es euch auf Kamera auch. Aber ich denke, wir starten jetzt mit A Place to Remember von der lieben Michelle Schrenk, die mich ja im letzten Jahr schon mit verschiedensten Büchern von ihr begeistert haben. Ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt 4 Bücher gelesen von ihr. Und gerade das Winterbuch war ja für mich wirklich ein absolutes Monats- und Jahreshighlight. Das war Der Zauber des ersten Schnees und ich fand die Geschichte so schön, so emotional, so perfekt. Und habe mich natürlich gefreut, als sie mich angeschrieben hat und gesagt hat, hey, mein neues Buch kommt jetzt bald. Würdest du es gerne schon vorab lesen? Es ist eben
eben noch nicht korrigiert. Es könnte der ein oder andere Rechtschreibfehler drin sein, was mich persönlich aber ja sehr, sehr selten tatsächlich stört. Es gibt nur manchmal so Dinge, wo man denkt, ah, ha, ja, aber ja, wenn ich das weiß, dass das so ist, dann habe ich damit kein Problem. Und ja, es ist A Place to Remember mit der Unterschrift Emily und Noah. Das sind eben die beiden Protagonisten im Grunde in dieser Geschichte. Wird als E-Book 99 Cent Anfangskosten und hat 270 Seiten. Ich glaube, das Taschenbuch hat sie geschrieben, liegt bei 8,99. Und sobald es rauskommt, werde ich es auf jeden Fall auf Facebook und so teilen. Also wer mir da folgt, ja, der wird es dann auf jeden Fall sehen. Ja, es gehört zum Projekt London Love Stories. Hier haben unter anderem schon Sarah Sachs, Anna Faye und Carola Löwenstein Bücher geschrieben. Und es geht eben um A Place to Remember. Das ist ein Antiquariat in London. Und eben Menschen, Paare, die sich dort irgendwie begegnen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe von der Reihe vorher noch nicht irgendwas mitbekommen. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und freue mich jetzt aber, dass ich durch Michelle darauf aufmerksam wurde. Und werde mir auf jeden Fall die anderen Geschichten auch mal noch ein bisschen ansehen. Ja, es spielt in London, logischerweise, wenn A Place to Remember dort ist. Und wir treffen auf Emily. Sie ist 26 Jahre jung, ist Journalistin und glaubt dank ihrer Tante und ihrer Familie an den Zauber der Liebe. Und mit 13 gibt es eben so eine Tradition in dieser Familie, dass die Tante irgendwie vorhersagt, wie die große Liebe der Mädels sozusagen sein wird oder der Familienfrauen sozusagen. Und sie erfährt eben, wie ihr Partner aussehen wird, was er für Merkmale hat und ja, er wird nicht pfeifen können und keine Schnürsenkel binden können, was ich schon sehr kurios fand. Und ja, auch ihrer Schwester wurde das vorhergesagt und die hat ihren Traumprinzen eben schon gefunden. Und Emily soll ja zum Jubiläum der Zeitung, bei der sie arbeitet, eben über den Zauber der Liebe schreiben und auf die Suche gehen. Und im Antiquariat, A Place to Remember, findet sie eine Schneekugel mit einer Gravur und einer geheimen Botschaft darin enthalten. Und ja, wir kennen die Schneekugel schon aus ja, Der Zauber des ersten Schnees. Auch dort hatte die Schneekugel schon etwas Zauberhaftes an sich. Und Noah, er arbeitet im A Place to Remember, ja, überlässt ihr die Schneekugel und dann gehen sie gemeinsam so ein bisschen auf Suche nach dem Zauber und was es mit dieser Gravur und eben auch dem Brief darin, ja, so auf sich hat. Und es war eine wunderbare Geschichte. Also es ist ja mit 270 Seiten jetzt nicht die längste Geschichte, was ich wieder sehr schade fand. Ich hätte da noch viel mehr lesen wollen. Ich fand es wunderbar. Ich mochte Emily sofort. Es war eine ganz sympathische und geerdete Protagonistin, die wunderbar gedacht hat, wunderbar gehandelt hat, die so echt einfach war, dass man das Gefühl hat, man kennt diese Person und sie erzählt einem ihre Geschichte. Das fand ich ganz, ganz toll herausgearbeitet. Es hat mir gut gefallen innerhalb der Geschichte, auch wie uns A Place to Remember rübergebracht wurde, dieses Antiquariat und auch das Kennenlernen von Noah und Emily fand ich wunderbar. Diese Familie, die an den Zauber der Liebe glaubt und ach ja, einfach richtig zauberhaft und es waren ganz viele Momente, wo man dachte, ach schön, ach ist das toll, ah ja. Es waren viele Momente und viel Schmunzeln, viel Lachen und am Ende eben auch so das ein oder andere Tränchen und ich fand es einfach herzerwärmend, wunderschön. Es waren tolle Emotionen, die nicht irgendwie too much waren, nicht überspitzt waren, sondern sich einfach echt angefühlt haben und wie man sie eben so aus dem wahren Leben auch kennt. Und das finde ich einfach immer so schön, weil ich bin ja kein zu kitschiger Fan, auch wenn das Cover es vielleicht irgendwie anmuten lässt, dass es sehr kitschig ist. Es ist natürlich zu einem gewissen Grad kitschig, aber einfach trotzdem noch so realistisch kitschig, dass ich es einfach perfekt fand. Und es gab so ein, zwei Momente, wo ich dachte, oh, jetzt kommen wir so an meine Grenzen. Aber ich fand es toll. Ich mag einfach, wie Michelle mit Worten umgeht, wie sie Emotionen rüberbringt, Gefühle, wie sie ja Dialoge der Protagonisten im Grunde ausarbeitet und was eben auch so durch so ein bisschen unterschwellig auch erzählt wird. Also auch, was sich die Charaktere nicht direkt sagen, wir aber einfach spüren. Also dieser Zauber zwischen den Zeilen, das hat mir unglaublich gut gefallen. Und das heißt, ich habe mir auch zwei kleine Zitate herausgeschrieben. Der Zauber lebt ewig, solange es die Liebe gibt. Und das finde ich wunderschön. Das finde ich wirklich schon einfach perfekt. Und das zweite, verliebt zu sein, ist ein zauberhaftes Gefühl. Zart wie ein Schmetterling.
Suchen wir nicht alle nach diesem Zauber, der für immer bleibt, nach diesem einen Menschen, dem es gelingt, unser Herz zu öffnen und mit Magie zu füllen. Wunderschön. Also mir hat dieses Buch wirklich unglaublich gut gefallen. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sobald es rauskommt. Und ich finde es auch perfekt eigentlich für die Sommerzeit, weil wenn dann so ein lauer Sommernachmittag und man sitzt so auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Garten am See und man liest diese Geschichte und ach, schön. Ja, also perfekte Geschichte mal wieder von Michelle Schrenk und ich bin so happy, dass ich schon vorab lesen durfte und es euch auch schon erzählen kann und ja, mir hat es unglaublich gut gefallen und wie gesagt, ich werde mir diese Reihe auf jeden Fall nochmal ansehen, ob da vielleicht eins der anderen Bücher noch was für mich ist. Das zweite Buch geht ähnlich, ja zumindest von der Covergestaltung würde ich sagen, ähnlich einher. Und zwar Jane Austens Geheimnis von Charlie Lovett ist am 18. Juli im Goldmann Verlag erschienen, wurde mir von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als Taschenbuch 9,99 und als E-Book 8,99. Hat 416 Seiten und mich hat dieses Buch, ich weiß gar nicht mehr wo, angesprochen. Ich kann mich nicht mehr recht erinnern, wo ich es entdeckt habe. Ich fand auf jeden Fall einfach den Titel toll, weil ich bin ein ja doch recht großer Jane Austen Fan, habe schon einige Bücher von ihr gelesen, einige Verfilmungen gesehen. Ich habe auch schon eine echte Biografie sozusagen gelesen, insofern echt, aber ne, eine Biografie gelesen. Sie hat ja an keiner von ihren Biografien mitgearbeitet, deswegen ist das alles nur nachrecherchiert. Und ich habe auch schon mal im Hause Longbourn gelesen, was sich ja auch um die Geschichte sozusagen, um die Figuren von Jane Austen gekümmert hat, was ich auch toll fand. Und war einfach gespannt, was es mit diesem Geheimnis von Jane Austen auf sich hat. Und ich habe mich total gefreut, als ich vom Goldmann Verlag dann das E-Book zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ja, um was geht es jetzt in dem Buch? Also wir beginnen die Geschichte in den Jahren 1790 und jetzt wissen Jane Austen-Fans schon, ja, das ist das Buch, wo sie begonnen hat mit Stolz und Vorurteil. Und wir sind bei einem Gespräch dabei, was Jane Austen zu ihrem ersten Roman bewegt hat, wie sie auf die Idee gekommen ist, was ihr so durch den Kopf geht. Und sie hat eine sehr schicksalshafte Begegnung in einem Frauenhaus und diese Begegnung verändert ihr Leben und auch die Ansicht auf die Dinge in ihrem Buch, in ihrem Leben, zu ihren Familien, Mitgliedern und Freunden. Und sie trifft dort eben auch auf einen Menschen, der dann eine sehr große Rolle in ihrem Leben spielt. Das ist nicht die große Liebe, die hat Jane Austen ja nicht so richtig gefunden eben, sondern ein sehr besonderer Freund. Und dann switchen wir eben in die Gegenwart und sind in Oxfordshire und dort lernen wir Sophie kennen, die ja, auf Eric trifft und Eric hat eine sehr schlechte Meinung über Frauen, die Jane Austen mögen und auch so grundsätzlich über Frauen, die Bücher lesen. Also er muss da erstmal ein bisschen bekehrt werden, dass wir lesenden Mädels sozusagen, ja eigentlich die besten Mädels sozusagen sind. Und ja, Sophie selbst ist ein absoluter Bücherliebhaber, Büchersammler und sie hat diese Leidenschaft von ihrem Onkel sozusagen geerbt. Und sie hat einen Vater, der ein Anwesen geerbt hat von seinem Vater und dort gibt es eine wunderbare Bibliothek, doch die ist immer zugesperrt, denn ihr Vater hält nichts von Büchern, hält nichts von diesem Sammelwahn und würde am liebsten alle Bücher verkaufen, um das Anwesen zu retten, um es zu renovieren und er versteht einfach nicht, wie man Bücher sammeln kann. Er gewährt seinem Bruder, was wiederum ja der Onkel von Sophie ist, einmal im Jahr zu Weihnachten ein Buch aus dieser Bibliothek zu entnehmen. Und ihr Onkel nimmt im Grunde sie einmal im Jahr immer mit. Sie suchen gemeinsam das Buch aus und auch Sophie darf sich dann bei ihrem Onkel in der Bibliothek sozusagen bedienen. Und so frönen beide dieser Leidenschaft an Büchern. Leider verstirbt der Onkel von Sophie innerhalb der Geschichte sehr schnell und sie hat da sehr große Trauer. Und sie bekommt die Wohnung von ihrem Onkel geerbt, allerdings nicht den Inhalt. Und so ist mit einem Mal ihre komplette Sammlung ihres Onkels weg. Und ja, das ist natürlich dann schon sehr ärgerlich und mit der Trauer kommt dann natürlich auch der Ärger über ihren Vater und sie geht eben auf Suche nach den Büchern ihres Onkels und trifft dort dann eben ja auf ein scheinbares Geheimnis,
eines Buches, das sich mit Jane Austen beschäftigt, beziehungsweise mit ihrem Buch und dem guten Freund, den wir eben aus der Vergangenheit kennen. Und ja, beide Schicksale sind ein wenig miteinander verbunden und wir erfahren eben innerhalb der Geschichte, der dann wieder so ein bisschen, ja, so eine Krimi-Geschichte sozusagen an sich hat, erfahren wir eben Dinge über Jane Austen, die dann eben in Verbindung zu Sophie stehen. Und das hat unglaublichen Spaß gemacht. Auch diese Geschichte hat mich absolut begeistert, unglaublich mitgenommen. Ich hätte nicht erwartet, dass mich diese Geschichte so packt und so begeistert. Es war wirklich ein Buch, das man nicht weglegen wollte. Und zu Sophie, ich fand sie unglaublich sympathisch. Sie hat einen wunderbar trockenen, ja, scheinbar englischen Humor und sie ist wunderbar sarkastisch. Und das liebe ich, denn das bin ich im wahren Leben im Grunde auch sehr häufig. Und ich mag das, wenn da so, wenn so Charaktere einfach so ein bisschen in diese Richtung gehen und diese Spitzen kommen. Und ja, auch Eric, obwohl er keine Jane Austen lesenden, also Bücher lesenden Frauen mag, er gewinnt natürlich an Sympathie. Ich mag auch die Schwester von Sophie unglaublich gerne, die immer so bei ihr ist. Ihren Vater mochte ich persönlich nicht. Ja, kann man sich denken, warum. Und ich fand unglaublich schön, wie die Liebe zu Büchern in dieser Geschichte beschrieben ist. Also wie ihr Onkel Bücher liebt, wie Jane Austen Bücher mochte, wie Sophie Bücher liebte und was eben auch andere Menschen innerhalb der Geschichte über Bücher denken, über das Büchersammeln, über das Bücherlesen. Und ich fand halt auch so schön bei ihrem Onkel, der die Bücher nicht in irgendwelche Regale gestellt hat mit Glasscheiben in Vitrinen, sondern er wollte von ihnen umgeben sein, er wollte sie jederzeit anfassen können und er wollte, dass die benutzt aussehen. Und das fand ich unglaublich schön, weil ich auch jetzt nicht der penibelste Mensch mit Büchern bin, weil ich einfach sage, sie sollen ja gelesen und gelebt aussehen und nur dann hat ja ein Buch seinen Sinn sozusagen auch erfüllt. Ich fand es gut, dass sich es finden sich zwei Männer noch in Jane Austens Leben ein, die im Grunde eine unbedeutende Zweitausgabe von Mansfield suchen, der dann wieder was mit der Vergangenheit bei Jane Austen zu tun hat und dass sich das so verwickelt, also dass sich die Gegenwart mit der Vergangenheit so mischt und man weiß immer, wo man ist, wer man ist, das steht wirklich in den Kapiteln immer oben drüber, aber es vermischt sich, also dass dann im Grunde die Vergangenheit die Gegenwart so ein bisschen einholt und man in der Gegenwart eben Dinge erfährt, die dann wieder wunderbaren Bezug zu unserem Geschichtsstrang aus der Vergangenheit. Das fand ich ganz, ganz toll. Und ich bin jetzt nicht der größte Krimi-Leser, aber so diese Jagd auf diese Zweitausgabe, dieses Buch um Jane Austens Geheimnis, fand ich unglaublich toll. Es hat echt Spaß gemacht und man hat dadurch eben auch so diesen roten Faden gesponnen bekommen und es hat mich begeistert mitgenommen. Es war spannend, unterhalten und ich, wie gesagt, ich mochte einfach auch den Humor und dieses Sarkastische in diesem Buch. Diese leichte Liebesgeschichte, die sich entwickelt und auch die Freundschaft zwischen Jane Austen und ihrem besonderen Freund fand ich ganz, ganz toll. Auch wie unterschiedlich die Feder von beiden sozusagen waren, dass uns das so rübergebracht wurde, dass uns das so, dass das einfach so geprägt hat, auch bei den beiden Frauen. Und es gab wundervoll gefühlvolle Stellen, die wirklich berührt haben, die man mit einem Kloß im Hals dann im Grunde gelesen hat. Und ich fand einfach die Bücherliebe innerhalb der Geschichte so toll. Das hat mir so gut gefallen. Und ich habe mir hier auch zwei schöne Weisheiten rausgeschrieben. Und werde sie euch einfach vorlesen. Ein gutes Buch ist wie ein guter Freund. Es wird dich den Rest deines Lebens begleiten. Am Anfang wird es spannend und abenteuerlich sein. Und Jahre später wird es zu etwas Tröstlichem, Vertrauten werden. Und am allerbesten ist, dass du sein Geheimnis irgendwann an deine Kinder, Enkel oder irgendjemanden, den du liebst, weitergeben kannst. Oh. Und das zweite, man muss ein Buch lesen, um dann den richtigen Platz im Regal dafür zu finden, erklärte ihr Onkel. Und er zeigte ihr, dass er Der Wind in den Weiden, ein Buch über das Leben am Fluss, neben drei Mann in einem Boot, ein Buch über einen Bootsausflug auf der Themse, gestellt hatte. Daneben stand Alice im Wunderland, eine Geschichte, die zum ersten Mal am Ufer der Themse erzählt wurde. Und dann kam die Traumdeutung von Freud, weil Alice eine Traumgeschichte ist. Und in dieser Geschichte wurde uns so ein bisschen erzählt, wie ihr Onkel eben das Bücherregal eingerichtet hat und ich fand das so toll und inspirierend, dass ich dachte, nicht nach Autor oder Genre oder irgendwie, sondern wie die Inhalte der Bücher miteinander was zu tun haben. Das fand ich einfach toll, es hat mir unglaublich gut gefallen und das sind auf jeden Fall zwei Stellen aus dem Buch, die ich mir in meinen Reading Notes schreiben werde, weil ich die wirklich ganz, ganz toll fand und bezaubernd fand und es hat mir echt Spaß gemacht. Also ich hätte das nicht gedacht, ich glaube von dem Autor gibt es schon ein paar Bücher und ich werde mal
gucken, ob mich da noch was so direkt anspricht. Und weil ich es einfach toll fand. Ich mochte auch wirklich so den Stil und dass er anders in der Vergangenheit geschrieben hat als in der Gegenwart. Und das hat das so besonders gemacht. Also ich bin wirklich total begeistert. Und ich sehe auf meine Uhr und sehe, dass nicht mehr viel Zeit ist. Jetzt kommt die versprochene Werbung, sozusagen eine kleine Pausenbreaker. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Die kleine Werbung hat euch gefallen. Ja, wir waren gestern Feuerwerk anschauen auf unserem Volksfest. Ist immer zu Beginn. Am ersten Wochenende ein Eröffnungsfeuerwerk und am Ende nochmal ein Abschlussfeuerwerk. Und wir haben das gestern eben aus sicherer Entfernung angesehen, sozusagen auf dem Las Vegas Hügel, wie er so schön bei uns in Hof heißt. Und ja, es war einfach toll. Und ich dachte, ich filme da einfach ein bisschen mit und packe das heute mal rein, dass ihr auch mal was in dem Break seht. Und nicht nur hört, hier kommt eine Pause, sondern auch was von der Pause sozusagen habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich fand das Feuerwerk sehr schön, habe es sehr genossen. So ein wunderbarer Einklang in den Urlaub und fand ich schön. Ich hoffe, ihr auch. Ja, das nächste Buch haben wir dann im Leseclub zusammen gelesen. Den Leseclub haben ja Phil und Alicia und ich auf Facebook gegründet, weil wir Bücher von unserem Sub gemeinsam lesen wollen. Und wir hatten uns ja beim ersten Buch auf Eleanor und Park relativ schnell sozusagen geeinigt, weil wir das alle drei auf dem Sub hatten und gesagt haben, Mensch, so vielleicht animiert uns das, wenn wir das gemeinsam lesen. Und dann haben wir uns überlegt, weil wirklich sehr viele in der Gruppe dabei sind, die mitgelesen haben und das auch richtig toll war, in dieser Facebook-Gruppe zu diskutieren, über den Inhalt, über die Geschichte zu sprechen, dass wir gesagt haben, Mensch, da machen wir jetzt einfach monatlich was draus, haben dann eben jeder von uns ein Buch von seinem Sub ausgesucht und das ist dann für Juli Die Macht des Schmetterlings eben von Matt Dickinson geworden. Das ist im Jahre 2015 im Juli bei Gulliver von Belz und Gelberg Verlag erschienen, hat 344 Seiten. Kostet als Taschenbuch 8,95 und als E-Book 7,99. Und als dieses habe ich es dann eben auch gelesen. Und ich war sehr gespannt, wie das Buch sein wird, wie das im Leseclub ankommen wird. Und es gab ja sehr viel Lobendes über dieses Buch. Und wie fanden wir es? Um was geht es in Die Macht des Schmetterlings? Es geht im Grunde um den Butterfly-Effekt, um den Schmetterlingseffekt, um diese Chaos-Theorie, die im Grunde ja aufgestellt wurde, mal von einem Wissenschaftler, dass eben ein Flügelschlag an dem einen Ende der Welt einen Tornado am anderen Ende der Welt auslösen kann. Also dass jedes, alles, was irgendwie passiert, Sinn hat und eben andere Dinge auslöst, die dann eben zu etwas ganz Großem wirken können. Und dieses Buch hat verschiedenste
Charaktere, es gibt keinen richtigen Protagonisten, es gibt eine Geschichte und wir stehen über der Geschichte drüber und beleuchten eben diese einzelnen Geschichten, die alle irgendwie miteinander verwoben sind. Wir sind in den unterschiedlichsten Ländern, Kontinenten unterwegs. Wir sind in London, wir sind in Washington, wir sind in Afrika, wir sind am Mount Everest. Ich glaube, Australien waren wir tatsächlich nicht, aber ansonsten waren wir im Grunde auf allen vier Kontinenten unterwegs. Und es beginnt eben mit dem Schlüpfen eines Schmetterlings, dem ersten Flügelschlag. Und wir erfahren eben, dass das Schmetterling sozusagen schlüpft und hier aufwacht, dass er ein Kaninchen erschrickt, dieses Kaninchen eben aus lauter Schreck loshüpft und einem Rennpferd in den Weg hüpft, dieses Rennpferd mit Reiter wiederum stürzt und sich natürlich der Reiter darüber ärgert, weil er eben an diesem Tag ein Rennen mit dem Pferd rennen soll, ja, so ist es, ein Tierarzt gerufen wird, der wiederum einen Sohn hat, der mit seinem Schulfreund, oh, Vater ist weg, die Waffenkammer im Grunde in London untersucht, sich ein Gewehr nehmen, dann wiederum in den Wald gehen, dort eigentlich etwas jagen wollen, auf einen Hirsch treffen, den erschrecken mit einem Schuss und dieser Hirsch im Grunde auf eine Straße läuft, wo wiederum ein Auto kommt mit einer Fahrerin, die ist wiederum eine Pilotin, die gleich mit einem Flug eigentlich an einen Ort fliegen soll und so weiter und so fort. Und wir haben eben all diese Geschichten, die irgendwie miteinander zu tun hat. Manchmal tut sich auch sehr viel später auf, warum das vielleicht da vorne die Geschichte war. Also es verwickeln sich alle Erzählstränge, alle Geschichten, auch was es mit Mount Everest auf sich hat, wie die wiederum Dinge in Europa sozusagen Auswirkungen hat, was Afrika mit London und dann auch wieder mit Washington zu tun hat, wie es, was da passiert. Und all diese Geschichten greifen ineinander und das in sehr kurzen Kapiteln, die wirklich sehr, sehr schnell gegangen sind. Ich glaube, ein Kapitel war nie länger als 2 Seiten. Das ist mit dem E-Book-Reader immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Und man ist eigentlich kaum in dieser Geschichtsszene sozusagen drin. Schon ist man wieder raus und ist im nächsten Erzählstrang drin. Und so ging es ständig. Die Idee finde ich genial. Ich mochte die Idee unglaublich gerne. Diese ganze, wir schauen von oben zu, wie die Geschichten ineinander verflochten sind, wie die miteinander zusammenhängen, was es eben tatsächlich für Auswirkungen hat und weil es einfach so echt ist. Auch wir kennen das. Bei mir gab es letztes Jahr mal so ein Beispiel, wo mir da einfach so direkt eingefallen ist, dass ich einkaufen war und noch schnell mein Auto durch die Waschanlage gefahren habe, das total ungeplant war, irgendwie da sehr viele Leute standen, ich mich schon geärgert habe, überlegt habe, ach, fährst du einfach weiter? Und dann dachte ich, ach nee, Geduld ist eine Tugend, liebe Steffi, und habe gesagt, okay, auf die 2 Autos vor dir wartest du, und habe dann wunderbar Musik im Auto gehört, bin durch die Waschanlage gefahren und bin dann bei uns auf die Stadtstraße sozusagen gefahren, und als ich da ankam, dachte ich schon, oh, Polizei, und alles war gesperrt, also die eine Spur, und da war im Grunde ein Unfall zwischen einem LKW und einem Auto, und ich dachte mir, oder es war eben einfach so mein Gefühl, wäre ich einfach weggefahren, weil ich ungeduldig gewesen wäre und gleich auf die Straße gefahren, hätte ich vielleicht dieses Auto sein können, wo ich dann wieder dachte, okay, ja, wie es manchmal der Zufall so möchte. Und so ist diese Geschichte im Grunde eben auch aufgebaut, dass alles irgendwie sich ineinander fügt. Und das war wirklich brillant. Die Idee war grandios. Die Umsetzung war für mich persönlich jetzt nicht die beste. Es war immer spannend, es waren immer Cliffhanger am Ende der kurzen Kapitel und es war wirklich, man wollte eigentlich immer weglesen, sodass diese Lesenabschnitte echt immer gemein war, weil man natürlich mittendrin sozusagen aufgehört hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man da ein paar Stunden, 3-4 Stunden am Tag Zeit hat, dann ist man da ratzfatz durch diese Geschichte durch und saugt das wirklich so in sich ein. Mir persönlich waren die Kapitel einfach zu kurz. Man konnte nie wirklich tief in diese Protagonisten mit eintauchen, man hat keinen Bezug zu dem Protagonisten, zu diesen ganzen Erzählsträngen, zu diesen Charakteren gehabt, was ich einfach sehr schade fand. Ja, es war absolute Absicht, denn wir sollten natürlich das große Ganze als Leser einfach sehen und wir sollten wahrscheinlich tatsächlich nicht so tief drin hängen, damit wir die Dinge nicht mehr erkennen, die dann eben irgendwelche Auswirkungen haben. Von daher auch das noch absolut okay. Aber es gab unglaublich viel Unrealistisches. Also von der 18-Jährigen, die allein den Mount Everest besteigt, zu Luftballons, die gegebenenfalls vielleicht irgendwas abstürzen lassen, zu wie sich der Kreis am Ende gerade dann geschlossen hat, fand ich einfach schrecklich. Also ich fand das Ende wirklich überhaupt nicht dem Buch irgendwie würdig. Das hat so
plump und dumm geendet, dass ich echt dachte, ach nee, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also das fand ich wirklich schade und das hat eigentlich so die ganze Spannung, die ganze Energie, die sich in diesem Buch aufgebaut hat, so ein bisschen kaputt gemacht, weil das Ende man dann so sitzt und denkt, ach nee, ach nee, ach nee. Und eben auch schon zwischendrin immer mal so ein bisschen Unlogik passiert ist und eben auch manche Charaktere in dieser Geschichte so ein bisschen merkwürdig gehandelt haben. Und wenn ich gerade an diese Jugendliche denke, die da einen Hirsch schießen wollen, den unbedingt mitnehmen wollen, den hinter sich herschleppen durch den Wald. Und ich dachte mir, ach Leute, jetzt habe ich es auch verstanden, jetzt ist Amal gut. Und das war echt irgendwie eklig. Und da dachte ich wirklich, ach nee, das... Also das war so... hat mir nicht gefallen. Es war eben auch manchmal so an den Haaren herbeigezogen. Und ich fand es sehr schön, auch gerade in dem Leseclub, in dieser Leserunde, dass so unterschiedliche Meinungen eingekommen sind, ganz kritische Stimmen, die auf jeden Fall konstruktiv waren, die wirklich auch erklärt haben, warum sie irgendwas nicht gut fanden. Es gab aber eben auch Leute, die total begeistert waren, die das wirklich für ein Knallerbuch halten, denen auch das Ende gefallen hat, aus guten Gründen. Und ich finde das einfach toll, dass man hier in diesem Buch dieses ganze Spektrum hat und diese große Diskussion wirklich sozusagen hatte und alles dabei war. Und das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Das hat das Buch einfach zu etwas Besonderem gemacht. Ich finde, jedes Buch, das man mit jemandem gemeinsam liest, bleibt einem irgendwie auch länger im Gedächtnis, weil man sich so intensiv austauscht. Und ja, das hat mir wirklich unglaublich wieder gefallen. Das Buch selbst war okay. Es war ein gutes Buch. Ich denke, jeder, der sich mit der Chaostheorie und dem Schmetterlingseffekt beschäftigt, sollte da auf jeden Fall mal reinlesen. Es gibt einen zweiten Teil, der aber nicht direkt, der nicht direkt an die Handlung, glaube ich, anschließt. Aber glaube ich, die Sache jetzt so ein bisschen wieder aus einer anderen Sicht, anderen Perspektiven macht. Ich glaube, der Tod des Schmetterlings, glaube ich, hieß es. Ich werde es vorerst nicht lesen. Also ich, ja, mir reicht jetzt erstmal die Macht des Schmetterlings. Ich habe irgendwas am Hals, entschuldigt. Und, aber es war ein gutes Buch und es wird einem auch im Gedächtnis bleiben. Und ja, zu unserem nächsten Leseclub-Buch sage ich dann am Ende noch was. Ja, ein Buch haben wir noch. Und zwar Hokus Pokus, Liebe mich von Amy Allward. Das ist am 11. Juli diesen Jahres im CBJ Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, ist eher wirklich ein junges Mädchen-Jugendbuch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Kostet als Taschenbuch 9,99 €, als E-Book 8,99 €, hat 384 Seiten und ist der erste Teil der Love Potion-Reihe, also der Liebestrank-Reihe sozusagen. Es wird einen zweiten Band auf jeden Fall geben, den habe ich auf der Internetseite von CBJ vom Verlag von Random House auch schon gesehen und ich weiß nicht, wie viele Teile es da geben wird, da werde ich mich mal noch ein bisschen schlau machen. Ist eine Empfehlung von der lieben Lisa und der lieben Sabrina, beide Kanäle natürlich in der Infobox, die so geschwärmt haben von diesem Buch und das Cover ist auch einfach so, so zauberhaft und ja, da musste ich das natürlich einfach lesen und war total happy, als das E-Book bei mir eingetroffen ist. Ja, wir sind hier in einer sehr eigenen Welt in einem Königreich in Nova und wir treffen auf Prinzessin Evelyn, die ja einen Liebestrank scheinbar gezaubert hat, der so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, weil sie ihn selbst getrunken hat und sich sozusagen ja in sich selbst verliebt und das ist unglaublich lustig. Also das hat mir unglaublich gut gefallen, ihre Selbstgespräche sozusagen. Sie selbst spricht ja dann mit ihrem Spiegelbild und ist im Grunde in ihr Spiegelbild verliebt. Und sie ist dann Eve und ihre Liebe ist dann Lynn. Und als dann Lynn eben irgendwie, ich glaube, im Schlafzimmer oder irgendwo mal nicht auftauchte, weil es da keinen Spiegel gibt, macht sie auch das Personal rund. Also es war unglaublich lustig. Und ja, es wird eben die Bevölkerung aufgerufen, gerade die Alchemisten und die Apotheker, ein Gegenmittel ja im Grunde zu brauen, dass Evelyn im Grunde wieder normal werden lässt, denn Zaubertränke sind in Nova verboten und gerade bei der königlichen Familie hat das verheerende Folgen, wenn die eben ja Tränke zu sich nimmt und die Zauberkraft gegebenenfalls noch irgendwas Schlimmes dem ganzen Königreich antut. Und dann sind wir bei Samantha, die liebevoll von ihrer Familie und Freunden auch Sam genannt wird. Und sie arbeitet in der Apotheke des Großvaters, in der Familienapotheke. Sie hat eine magische Mutter und einen normalen Vater, eben nicht magisch. Und ihr Opa ist früher mal Alchemist gewesen, ist es nach wie vor und gibt jetzt eben sein Wissen an seine Enkeltochter weiter. Und sie wird eben
gemeinsam mit ihm auch an den Hofe des Königs geholt, um eben bei dieser Jagd mitzumachen, um eben das Gegenmittel für die Prinzessin zu brauen, beziehungsweise natürlich erstmal auf Suche zu gehen nach den Inhaltsstoffen, die in diesem Liebestrank hätten sein können. Und ja, die Jagd, die Reise, ja, sie sind natürlich nicht alle freundschaftlich unterwegs, sondern es bilden sich eben Grüppchen und es ist zum Beispiel auch die Sammlerin Kirsty bei Samantha dabei. Und ja, sie sind eben nicht freundschaftlich unterwegs und sagen nicht, ein Trank muss im Grunde gefunden werden, sondern alle, die da auf die Jagd gehen sozusagen, ja, sind eigentlich gegeneinander, denn derjenige, welche der gewinnt, wird großen Ruhm ernten. Und ja, wir sind dann schon fast so ein bisschen dystopisch sozusagen unterwegs, wenn wir auf dieser Jagd sind, weil es da eben auch die böse Tante der Prinzessin gibt, die alle verfolgt und alles ja im Grunde kaputt macht und eigentlich auch die Teilnehmer alle vernichten möchte, weil sie selbst eben auf den Thron möchte. Und wir sind dann eben unterwegs und treffen zum Beispiel auf Meerjungfrauen, auf einen Yeti, wir treffen ja auf wunderbar merkwürdige Pflanzen und es gibt eben auch diesen Kampf zwischen Alchemisten und den Synthetiker, das sind eben die künstliche ja, Stoffe im Grunde dann eben Arzneien herstellen und ja, sind dann im Grunde hier da dabei, wie die eben miteinander auf die Suche oder gegeneinander auf die Suche gehen, doch zwischen Zayn, das ist der Synthetiker-Sohn, der, ich glaube sogar der Hauptsynthetiker war der Vater, und zwischen Sam entwickelt sich so ein bisschen etwas, das wir eben trotz des Konkurrenzdenkens noch so ein bisschen erleben dürfen. Es gibt wunderbare Infos über diese Gestalten, die wir eben treffen, über die Meerjungfrauen, über den Yeti. Wir erfahren wunderbare Dinge über die Zutaten, wie zum Beispiel über Zimt, das habe ich mir mal rausgeschrieben, sorgt für einen vitalen Geist, löst Blutgerinnsel auf, bringt Erleichterung bei Erkältung und Fieber. Fand ich ganz, ganz toll. Und das ist wirklich das Wunderschöne, auch an dieser Geschichte. Es ist eine wunderbare Idee mit diesem Liebestrank und in sich selbst zu verlieben. Ich fand diese Momente mit Evelyn, der Prinzessin, unglaublich lustig. Ich habe da ganz viel gelacht. Ich hatte ganz viel Spaß mit ihr und es hat wirklich, es hat unglaubliche Freude gemacht, das zu lesen. Ich mochte auch Sam sehr gerne, auch wenn sie manchmal so ein bisschen merkwürdig agiert hat, aber das ist ja für einen Jungen, wo fand ich das absolut in Ordnung, fand ich echt ganz, ganz toll gemacht. Ich mochte die Jagd, ich mochte die Reise an diesen fernen Länder, an diese Bergbesteigungen, die Meerjungfrauensuche, ich fand das ganz, ganz toll. Ich mochte auch so dieses Zusammenspiel zwischen den einzelnen Charakteren, das hat ganz viel Spaß gebracht. Es war wirklich so märchenhaft erzählt, so ein ganz modernes Märchen hat es sich angefühlt und es hat einfach so einen auch gleich mal 20 Jahre jünger gemacht, hatte ich den Eindruck. Es war wirklich ganz, ganz toll, es war zauberhaft und man ist in diese Welt so eingetaucht und es war alles so ein bisschen rosarot, wie das Cover auch ist und ich fand es wirklich schön. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Es gibt nur so zwei Dinge, die mich ein bisschen gestört haben. Und zum einen ist so die Vermischung, dass man manchmal englische Begriffe nicht übersetzt hat. Also man hat, Sam hat zu ihrem Opa, Großvater immer Granddad gesagt. Sie hat aber Mama und Papa gerufen und wo ich so dachte, warum sagt sie nicht einfach Opa? Und das hat mich so bei jedem Lesen irgendwie, das hat für mich nicht in diesen Kontext gepasst, in dem eben alles, ich sag mal, gut übersetzt war und aber der Granddad. Und das hat irgendwie, da habe ich immer so, das waren immer so Zuckerer in mir, wo ich dachte, das passt irgendwie. Das war so total unrund und ich weiß noch nicht, was es damit auf sich hat, ob es vielleicht einen Grund gibt, warum gerade Granddad nicht übersetzt wurde. Und so auch zum Beispiel die königliche Familie, die immer nur The Royals genannt wurde, wo ich so denke, warum? Warum konnte man das nicht irgendwie übersetzen? Also das fand ich irgendwie, es hat irgendwie nicht gepasst. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, wenn man ein Buch in einem gewissen Sprachstil hat und da ist irgendwas, was nicht passt, das fühlt sich beim Lesen immer merkwürdig an. Und das waren wirklich so diese zwei Wörter, die mich immer so, das war so ein Innehalten und Zucken. Also das war total komisch. Und auch sonst war die Sprache schon sehr, sehr leicht. Also man kommt natürlich da wunderbar durch dieses Buch durch und es hat ja auch, ich sag mal, fast 400 Seiten und man switcht da durch. Ist aber wirklich was, wo man einfach sagt, man liest es und man ist dabei und man ist einfach leicht. Und es war schön, gar keine Frage, aber ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich bin aus diesem leichten Alter vielleicht einfach ein bisschen raus. Also das ist, ich bin da vielleicht tatsächlich 20 Jahre oder lassen wir es 10 Jahre sein, einfach zu alt, wo ich so denke, ist es schön, einfach mal so was Leichtes und Luftiges und Märchenhaftes zu lesen.
ich muss ehrlich sagen, mir war auch halt einfach so diese ganzen Charaktere ein bisschen zu jung. Und ich merke das, glaube ich, immer, dass so dieses ganz klassische Kindermärchenbuch und Jugendbuch halt nicht mehr so ganz was für mich ist. Aber die Geschichte war zauberhaft, sie war wunderschön. Ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen, der sowas gerne liest, der Märchenbücher mag, der einfach mal neuartige Märchen lesen möchte. Man muss halt einfach darüber hinwegsehen, dass die Protagonisten halt einfach 16 Jahre jünger sind wie man selbst. Man identifiziert sich natürlich eher mit Charakteren, die ähnlich alt sind, gar keine Frage. Also wobei ich auch mich immer mit einer Katniss Everdeen, zum Beispiel bei Panem oder auch bei Harry Potter mit einer Hermine oder so, ja irgendwie verbinden konnte. Hat hier mit Sam nicht ganz geklappt, aber es war wunderschön. Also ich kann es nicht sagen, es gibt diese zwei Punkte, die mich so ein bisschen gestört haben, die vielleicht auch einfach so mein Ding sind. Aber ansonsten werde ich wahrscheinlich mit großer Voraussicht auch den zweiten Teil lesen, weil ich es wirklich sehr bezaubernd und märchenhaft fand. Und ich natürlich wissen möchte, wie es da in dieser Reihe in der Nova-Welt sozusagen weitergeht, wie es mit Sam weitergeht und Evelyn und ja, eine wunderbare Geschichte. Und wirklich, Evelyn-Teile waren immer wunderbar zum Lachen. Ich mochte das so, als sie mit ihrem Spiegel und du bist die Schönste und lass uns heiraten und das ist toll. Also das fand ich wirklich unglaublich schön. Das ist ganz gut gelungen und das ist wirklich eine ganz coole Idee, dass da jemand eben seinen Liebesdrang sozusagen selbst bringt. Ja, fand ich ganz, ganz toll. So, und jetzt noch eine kurze Pause ohne irgendeine Art von Einblendung. Und das war's auch schon mit den Büchern dieser Woche. Jetzt kommt auch gar nicht mehr viel. Jetzt geht es um unseren Leseklub, um das aktuelle Buch, was ihr noch bis zum 1. August abstimmen könnt. Ja, es war diesen Monat gar nicht so leicht, weil jeder so ein bisschen auf was anderes von uns Lust hatte. Wir haben aber drei wunderbare Bücher gefunden. Und zwar haben wir einen Thriller, und zwar Sorry von Zoran Driffenkar. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ein Thriller, der unglaublich spannend klingt und aktuell auch die Nase vorn hat in der Umfrage. Ihr findet natürlich den Leseklub unten in der Infobox. Schaut da einfach mal ja, bei Facebook, wenn ihr seid, vorbei. Das zweite Buch ist so ein bisschen, ein bisschen dystopischer angehaucht, würde ich sagen. Und zwar Throne of Glass von Sarah J. Maas. Ein Buch, das ist der erste Teil, glaube ich, auch einer Trilogie. Und es geht, glaube ich, geht tatsächlich um Dystopie. Ich bin mir jetzt gerade nicht über den Klappentext so ganz sicher. Und das dritte Buch ist dann Legend von Mari Lu, das ja auch schon in aller Munde war. Und ich glaube, es mittlerweile sogar schon den zweiten Teil gibt. Der ist dann, glaube ich, lila, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ich blende euch mal alle drei Bücher ein. Ihr könnt da jetzt noch bis zum 1. August abstimmen. Wie gesagt, Sorry war vorhin, wie ich noch drauf geguckt habe, noch auf Platz 1 mit den meisten Stimmen. Und ja, da dürfen wir gespannt sein, was die Abstimmung noch bringt, wird dann wahrscheinlich in der letzten Augustwoche wieder gelesen, damit einfach genug Zeit besteht für alle, sich das Buch, wenn man mitlesen möchte, eben zu besorgen. Ja, dann, was gab es die Woche noch? Ja, halt Arbeit. Das war ja die Vorurlaubswoche. Es gab sonst nichts Großartiges, außer dass ich ein bisschen Game of Thrones geschaut habe, denn auf Sky Atlantic wurden abends immer zwei Folgen der ersten Staffel wiederholt. Und das machen die jetzt, glaube ich, auch die nächsten vier Wochen noch. Pro Staffel sozusagen in der Woche. Mit den 10 Folgen klappt das ganz gut. Ich werde jetzt wahrscheinlich im Urlaub nicht groß abends zum Fernsehen kommen. Also das ist nichts, was ich gerne so dann noch in den Urlaub schiebe oder Serien schaue. Das mache ich dann meistens wieder danach. Und da ja, wird es sich anbieten, mit der zweiten Staffel wahrscheinlich weiterzumachen. Ja, es hat einen direkt wieder. Ich kann es nicht anders sagen. Man guckt rein und sich, oh, die erste Folge. Und man sitzt so da und denkt sich, oh, ist das schön. Oh. Und dann gibt es eben Momente, gerade in der ersten Staffel, wo man auch denkt, shit. Und man dann richtig vorbereitet wird, was eigentlich noch kommt. Und es gab dann wieder so einen ganz schlimmen Moment in der 9. Folge. Die 9. Folgen haben es ja immer mit sich, wo ich echt fix und fertig wieder davor saß, Tränen überströmt und dachte, nee, da ist die Unschuld der Serie sozusagen vorbei gewesen. Und ja, es hat einen direkt wieder. Also ich kann es nicht anders sagen. Man ist da wirklich gefesselt und ich muss jetzt unbedingt demnächst mal den 5. Band lesen. Ich wollte ihn ja im Urlaub lesen, mal schauen, ob ich das schaffe, ob ich da so... Also Lust habe ich ja grundsätzlich immer auf Game of Thrones, aber ich glaube, im Urlaub möchte ich so ein bisschen was, wo man so kurzweiliger vielleicht ein bisschen sich eintauchen kann. Ich muss mal gucken, wie ich Lust habe. Aber ja, das war abends immer so ein bisschen Beschäftigung, wenn ich zu Hause war. Und ja, man kann da halt immer einschalten, ne? Das ist, wäre ja dann, glaube ich, schon
das dritte Mal, dass ich es gucke. Ne? Ich habe es, glaube ich, zweimal komplett geguckt. Ich überlege gerade. Ja, ich glaube, zweimal komplett. Einmal halt beim ersten Mal und dann noch einmal komplett. Wie ich dann den ersten Band gelesen habe, habe ich wieder von vorne angefangen. Und das ist jetzt das dritte Mal. Und es ist manches, sieht man so zum ersten Mal, nimmt man zum ersten Mal wahr. Und andere Dinge, ach, das jetzt mal dann denkt, ach, juhu, wir sind jetzt da. Und wenn man dann umso weiter in der Geschichte fortgeschritten sozusagen ist und man hat ja jetzt viel mehr Wissen als beim ersten Mal, man nimmt Dinge ganz anders auf und ach, das macht dann hinten nochmal da und da Sinn und so waren die Zusammenhänge. Und ja, man lernt nie aus sozusagen. Ja, man fängt da einmal an, man kann nicht aufhören. Ich finde das echt schlimm und was soll ich sagen, das ist Game of Thrones. Ach ja, das Leben ist hart, ne? Das sind so First World Problems. Ja, dann sind gestern bei mir neue Handyhüllen eingegangen. Ich habe die auch schon mal auf Instagram gezeigt. Eine wunderschöne Hülle. Ich habe ja ein Huawei in Gold und suche dementsprechend natürlich Hüllen, die das Gold sozusagen widerspiegeln. Und das ist meine neue mit Pink und Weiß, so eine Mandala-Richtung. Habe ich direkt auch drauf. Und dann für alle Harry Potter Fans habe ich, das sieht man jetzt natürlich nicht, machen wir mal so. Für alle Harry Potter Fans habe ich mir dann natürlich, wie wir sind, die Heiligtümer des Todes geholt. Finde ich auch super schön, macht sich auch total toll auf dem Gold des Handys. Und mit Eule und ganz viel tollen Harry Potter Gestalten drauf sozusagen, fand ich unglaublich schön. Und ich bin total happy, dass ich jetzt ein Handy habe, was eben auch so schöne Hüllen hat. Ja, ich habe ein Huawei P8 Lite. Wer sich vielleicht fragt, was das für eins ist. Und die Hüllen haben keine 4 Euro gekostet pro Stück. Und ich habe die Freitag bestellt und Samstag waren die schon da. Also es ging mega schnell. Ich hatte da auch schon das letzte Mal meine Hüllen gekauft. Also meine erste Hülle und meine Tasche, die ich für unterwegs gerne dabei habe. Und ich fand das super. Also vielleicht stehe ich da tatsächlich auf einer grünen Liste, dass es so schnell ging. Auf jeden Fall dachte ich, ach ja, so für uns Buchnerdige sozusagen, ich weiß nicht, so vielleicht auch schön. Schön, ne? Also das wäre, könnte ich mir tatsächlich auch so als kleines Tattoo vorstellen. Aber ich habe ja Angst vor Nadeln, deswegen wird das wahrscheinlich nichts, aber gut. Was gibt's nächste Woche an Videos? Also ich habe ein bisschen was vorgedreht, beziehungsweise drehe heute auch noch ein Video vor, weil ich selbst im Urlaub wenig drehen möchte. Es wird wahrscheinlich live sozusagen nur die Bücherwochen geben. Ansonsten gibt's nächste Woche die Neuzugänge und auch den ersten Teil meines Büchermonats. Da es doch einiges wieder an Büchern wurde, werde ich den Büchermonat wieder auf 2 aufteilen. Und dann wird es wird auf jeden Fall den ersten Teil des Büchermonats auch diese Woche geben. Und das ist auch schon soweit fertig, gedreht, geschnitten, schon hochgeladen. Und ich war fleißig. Sollte ich jetzt heute noch ein Buch lesen, die Seiten zählen dann eben erst in den August mit. Und das ist ja auch vollkommen egal. Dementsprechend, heute ist ja der letzte Julitag. Unglaublich, wie die Zeit vergeht, oder? Also Wahnsinn, es ist schon Ende Juli. Also ja, man merkt schon, es geht wieder reinwärts. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, 3 Wochen bleibt ein bisschen trocken und wird schönes Wetter. Gucken wir mal. Ja, diese Woche, es ist nichts Großartiges geplant in dieser Woche. Wir bekommen unsere Holzlieferung. Volkfest ist, wie gesagt, bei uns. Da werde ich ein bisschen 1, 2, 3 Mal vielleicht irgendwie unterwegs sein. Das ist immer ganz schön. Und ansonsten, ich glaube, ja, wir wollen auf jeden Fall mal nach Leipzig zum Primark, zu Ikea. Regensburg steht auf jeden Fall mal an, zu der lieben Sabrina und der lieben Paddy. Und mal gucken, was sich sonst noch so ein bisschen auftut und vielleicht noch mal Köln zu meiner Schwester, wenn die ihre weitere OP jetzt hat, müssen wir mal schauen, was wir da so tun und treiben. Und mir wäre aber nach Strandurlaub, also so eine Woche am Strand liegen, fände ich auch nicht schlecht, aber es klappt halt, wie gesagt, nicht in jedem Jahr und deswegen bleiben wir jetzt dieses Jahr hier und hoffen einfach mal, dass das Wetter ein bisschen mitspielt und zumindest trocken ist. Und das war's jetzt von dieser Woche auch soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und den 4 Büchern. Vielleicht kennt ihr ja schon eins der Bücher. Dann gerne natürlich mal in die Infobox. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich denke, ich wünsche euch nur noch einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche. Und je nachdem, wann ihr das Video seht, eben einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.